Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Interview. Und wie Sie schon sehen können, ist wieder ein bisschen mehr los auf dem Parkett hier im Frankfurter Handelssaal. Denn es gab wieder eine Opening Bell und das ist Hensoldt geschuldet. Das Rüstungsunternehmen ist jetzt in den MDAX aufgestiegen, besser gesagt schon im März. Und wir haben gesehen, dass Hensoldt tatsächlich schon seinen IPO im Jahr 2020 hatte. Was jetzt zu erwarten ist von dem Unternehmen, darüber spreche ich in den nächsten Minuten mit dem CFO, mit Christian Ladurner. Einen schönen guten Tag. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Ich habe gerade schon gesagt, Hensoldt ist im MDAX jetzt schon seit ein paar Tagen, darf man tatsächlich sagen. Und insgesamt ist natürlich die Nachfrage nach Rüstung seit dem Ukraine-Krieg deutlich gestiegen. Rechnen Sie mit einem anhaltenden Trend und wie wird sich das auch in den Auftragsbüchern möglicherweise niederschlagen? Ja, erstmal, wir rechnen mit einem anhaltenden Trend. Der Trend wird sehr nachhaltig sein. Wir sehen die 100 Milliarden, die Deutschland ausgerufen hat. Wir sehen in anderen europäischen Ländern auch steigende Wehretats aufgrund der Situation in Russland-Ukraine. Das heißt, wir sehen ein sehr nachhaltiges Wachstum über das nächste Jahrzehnt und darüber hinaus. Wenn Sie von einem nachhaltigen Wachstum sprechen, welche Rolle spielt denn aktuell der Krieg? Denn das muss man ja auch dazu sagen. Wir hoffen natürlich, dass dieser so schnell wie möglich ein Ende findet. Er spielt eine entscheidende Rolle auch für uns. Wir unterstützen die Ukraine mit unserem TRML-4D-Radar, also ein hochpräzises Radar, das zur Luftverteidigung dient. Da schützen wir das ukrainische Volk damit. Wir haben bisher schon 6 Radare unter Vertrag. Wir rechnen damit, dass weitere Radare kommen. Wir haben uns darauf vorbereitet, dass wir lieferfähig sind, schnell lieferfähig sind. Das heißt, wir gehen auch in Vorinvestitionen um da unsere Pflicht. Und wir sehen uns natürlich auch als Partner für diese Regierungen, unsere Lösungen dementsprechend schnell auch anbieten zu können. Was erwarten Sie jetzt in der nahen Zukunft, was die Margenentwicklung angeht? Ja, wir haben ja schon eine sehr hohe Marge ausgewiesen, wir 20% Adjusted EBITDA. Wir rechnen, dass die Marge auf diesem Niveau bleibt, wir etwas ausbauen können. Wir müssen natürlich in unser Wachstum jetzt erstmal auch mehr investieren, ja, und unsere Lieferkette stabilisieren. Und das werden wir durch eine Marge auf diesem hohen Niveau dann sicherstellen. Sie hatten eben schon das Sondervermögen der Bundeswehr angesprochen, 100 Milliarden Euro. Die Frage ist jetzt natürlich, was glauben Sie, wann sich das auch in den Auftragsbüchern erkennbar, messbar widerspiegeln wird? Wir werden bis zum Halbjahr die ersten Aufträge aus den 100 Milliarden sehen. Ja, es werden die ersten Aufträge platziert. Wir sehen da eine sehr erfreuliche Entwicklung, muss ich sagen, auch in der Kommunikation mit dem Verteidigungsministerium, mit der Administration. Insofern haben wir eine gute Visibilität. Die ersten Aufträge werden bis zum Halbjahr kommen. Und dann werden in den nächsten 1-2 Jahren die weiteren Aufträge folgen. Und wir als Zulieferer an die OEMs werden dann die Aufträge verbuchen und auch zeitgerecht und im Budget abliefern. Herr Ladurner, neben der Bundesregierung gibt es auch noch den italienischen Mitbewerber Leonardo mit einer 25-prozentigen Beteiligung. Ist hier eine engere Zusammenarbeit oder ein Ausbau dieser Zusammenarbeit in der nahen Zukunft geplant? Ja, wir kooperieren ja schon in vielen Feldern mit Leonardo, sei es auf dem Eurofighter, sei es in der Luftverteidigung, sei es auch im Landbereich. Wir werden natürlich strategisch uns die Felder, die wir auch schon definiert haben, weiter mit ihnen zusammenarbeiten und unsere Kooperation in strategisch sehr wichtigen Programmen für uns weiter ausbauen. Wie sieht es mit möglichen weiteren Zukäufen aus? Ist da was in der Pipeline aktuell? Ja, unsere Pipeline ist immer sehr gefüllt. Es gibt da nichts Konkretes, aber Sie haben vielleicht auch gesehen, dass wir die Verschuldung sehr nachhaltig jetzt zurückgeführt haben. Das heißt, es gibt uns Raum, es gibt uns Spielmasse, in den nächsten Jahren das eine oder andere, was für uns interessant ist, zu realisieren. Was könnte da bei dem einen oder anderen dabei sein? Wir denken da vor allem geografisch in dem Asia-Pacific-Raum, auch in den USA. Es muss natürlich technologisch zu unserem Portfolio passen. Und es muss wertgenerierend sein. Und wenn diese 3-4 Kriterien passen, dann machen wir es. Jetzt hatte ich es zu Eingangs schon angesprochen. Seit März ist Hensoldt bereits im MDAX vertreten. Der IPO war im Jahr 2020. Das geht relativ schnell. Was versprechen Sie sich jetzt in Bezug auf die Aktie mit dem Aufstieg in den MDAX? Ja, erstmal gibt es uns natürlich Sichtbarkeit auf dem Kapitalmarkt. Es hilft uns natürlich unsere Rolle, die wir haben als der in Europa der größte Anbieter für Sensorslösungen, unsere Rolle da weiter auszubauen. Und das wird uns helfen, da weiterzukommen. Herr Ladurner, ich sage vielen herzlichen Dank für das Interview. Liebe Zuschauer, auch an Sie natürlich ein herzliches Dankeschön. Ich hoffe, Sie schalten beim nächsten Mal wieder mit ein und natürlich bekommen Sie die Einschätzung zu den Unternehmen immer bei uns. Dankeschön fürs Dabeisein.